Menschen zu verbinden. Hallo, ich bin Tochterherz. Hallo, Großpapa. Alter, wieso Großpapa? Sag bloß, ich freue mich riesig. Hallo? Schon wieder Disconnect. Ja, aber warum? Fragen Sie Deutsche Telekom. Und jetzt kommt der nächste Anruf. Aber ich kann nicht annehmen. Weil ich gerade aufsage. Deutsche Telekom macht's möglich. Nicht verzagen, Galacom fragen anstatt Telekom. Warum? Weil ich jetzt gerade... Wer weiß? Schon wieder Disconnect? Nein, diesmal habe ich bewusst unterbrochen für eine wichtige Mitteilung. Was machen eigentlich Menschen? Ja, was machen Menschen, die keinen Börsen-IT-Experten haben? Was machen die? Nix machen die. Die zum Beispiel keinen Camcorder haben, die sofort alles in die Linsen nehmen. Nix machen die. Gar nichts machen die. Wenn Sie die O-Töne jetzt hören würden, die der Vor-Ort-Techniker aus Zwickau, ein bisschen Komik muss erlaubt sein, weil sonst erträgt man diesen Schwachsinn nicht, gesagt hat, kaufen Sie eine neue Fritzbox und das Thema Problem ist erledigt. Von wegen. Die Fritzboxen wurden analysiert. So primitiv ist Service. Merken Sie was? Sie merken es nicht? Wird es Zeit. Ich bin halt derjenige, der hier jetzt diesen Service abrasiert. Telekom, bitte weggehen. Sie kosten Lebenszeit. Das ist unglaublich, was die mir für Zeit stehlen, weil ich jetzt in 3 Fällen eingebunden worden bin. Und rasieren Sie mir bitte hier den Techniker weg. Tja, warum macht er denn das? Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Stimmt's? Oder habe ich nicht recht? Warum stehlen Sie den Menschen die Zeit, die Techniker, die Termingestalter, die Aufleger? Weil wenn man anruft und aufgelegt wird, ist es wieder Zeitraub, Dieb, Stahl. Die Originallebenszeit wird gestohlen, weil eine Kopie gibt es nicht. Das weiß ich so sicher. Unter anderem wie das Amen in der Kirche. Was hier so selbstverständlich in Bewegung gesetzt wird, ist ein unvorstellbar kompliziertes System modernster Technologie. Geschaffen von Menschen mit großem Know-how und langer Erfahrung in einem... Wenn das so stimmen würde, das Credo und auch... Der Film in der Transparenz des Unternehmens Deutsche Telekom, dann wären die geraubten Zeitwerte gar nicht erst entstanden. Nur die Deutsche Telekom hat Pech, dass das Kundenopfer kein Dummkopf ist. Und ich gesagt habe, halt, da fahren wir doch so 20, 30 Kilometer und lassen mal auf Herz und Nieren die Boxen, die Fritzboxen, technisch durchboxen. Tja, weit verfehlt.
Von Zwickau bis Bonn, Berlin und zurück nach Nürnberg. Und dann kommt man bei mir, wohin? Auf die Linse. Hallo, damit haben Sie nicht gerechnet, nicht? Märchenerzähler gibt es nicht nur in Augsburg in der Puppenkiste oder bei der Sesamstraße. Scheinbar auch bei galacom.tv, der die Märchen ans Ohr lassen musste. Unternehmen, das seine ganze Kompetenz und Leistungsfähigkeit an. Ja, wo ist denn die Kompetenz? Wo ist denn die Leistungsfähigkeit? Wo ist denn das Resetting? Wo ist denn das? Da werden Speedboxen angeboten und wenn man die nicht nimmt, dann wird man disconnected. Wissen Sie, was das heißt? Ich weiß es, denn ich kenne das STGB und dann STG. Entschuldigung, gleich sofort. Und ja, es ist bedingt zum Lachen geeignet. STB, STGB und STPO. O ist mir geläufiger als manchem sein Champagnerglas. Einsetzt, um Menschen immer besser zu verbinden. Nein, es ist keine Verbindung möglich. Er ist entnervt. Er kann nicht einmal seine E-Mails verbreiten. Nein, da braucht er mich. Aber er ist der IT-Fachmann. Interessant, nicht? Dass ich ihm jetzt die Tipps geben muss, um Gas zu geben. Beeilen Sie sich. Und machen Sie schon mal eine Summe locker, dass Sie diese Wochen entschädigen, auch während der Europameisterschaft. 1 Milliarde ersetzt das nicht, was die Deutsche Telekom mit ihren Co-Partnern gestohlen hat. Denn wenn man mit einem All-In-Techniker vor Ort gewesen wäre, mit einer entsprechenden Ausrüstung, hätte man auf Herz und Nieren klären können, wo das Übel begraben ist. Nachdem aber dort auch Leitungsgräben etc. pp. Vorhanden sind, kann ich das mir schon vorstellen, wo eventuell ein Fehler sein könnte. Aber ich bin nicht derjenige Fachmann, der hier in Rätseln denkt. Nein, ich denke in Fakten. Und wie sich der Techniker vor Ort verhalten hat, ist nicht mehr von der Fläche zu leugnen. Ich sag das so, wie es ist. Und da sollte der Subunternehmer drüber nachdenken, ob er nochmal solche Hansel, Plural, weil im Süden war auch ein Fall, den ich habe. Also, ich krieg sie alle auf den Tisch. Und warum? Das hat sie nicht zu interessieren. Sie interessieren hat sie nur der Service, der so toll ausschaut wie ihr Logo. Das ist klug, nicht? Ist doch Logo, dass das Logo top ist. Aber es ist Unlogo, wie sie mit ihrem Arbeitgeber umgehen. Sie verstehen? Hallo? Ich bin Tochterherz. Hallo, Großpapa. Alter, wieso Großpapa? Sag bloß. Das ist aber nicht möglich, über WhatsApp zu kommunizieren, weil der Kunde immer wieder einfach rausfällt, disconnected wird. Hallo, Herr CIO, schreiben Sie eine E-Mail an tvgalacom@gmail.com. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Sie sind ja top verbunden, nicht? Glasfaser-Schnelligkeit geht aber nur, wenn die PS auch auf den Konnektionsinseln funktionieren. Ne? Habe ich da ein bisschen recht? Oder liegt es an meiner TAE-Boxe im Kopf? Nein, mit Sicherheit nicht. Ich weiß, dass diese Techniker
Vielleicht Bäume sortieren sollen oder Schuhkartons, aber nicht zu Kunden der Deutschen Telekom geschickt werden sollen. Guten Tag, Herr Timotheus Höttges oder Herr Kairike? Hier sprach für Sie Mohrhardt. Na, den kennen Sie doch, oder? Also, bis bald. Ich bin kein August. Ich sage nur auf im August. Was ist 2024? Ciao, ciao.